Ein Sommertag in Heidelberg. Okay. Wenn es wirklich abgeht, da haben wir manchmal eine Schlange, die geht da raus bis zur Bushaltestelle. Bis zu 5000 Euro Umsatz am Tag macht Konrad dann mit seinen zwei Eiscafés, dem Eisbike und dem Eiswagen. Konrads Eisbusiness brummt. Dabei ist er ursprünglich Sportwissenschaftler und nicht Eismacher. Ich bin all in gegangen. Ich habe gedacht, okay, na, wenn ich jetzt, wann dann? In der Hochsaison arbeiten über 30 Leute für Konrad. Das sind hohe laufende Kosten. Im Schnitt sind das so bei 20.000 Euro circa. Plus gestiegene Rohstoffpreise. Am teuersten in der Produktion ist für uns ganz klar das Pistazieneis. Eigentlich verdienen wir da schon gar nicht mehr wirklich Geld an der Pistazienkugel. Uns interessiert, welche Ausgaben hat Konrad für sein Eisbusiness und wie viel bleibt am Ende in seiner Tasche hängen? Lohnt sich seine Selbstständigkeit? Ich bin mein eigener Boss. 9 Uhr morgens in Wieblingen, einem Stadtteil von Heidelberg. Konrads Eisladen heißt Okay Cool. Besonders cool, sein Arbeitsweg ist kurz. Moin! Das ist meine erste Eisdiele. Da oben ist mein Schlafzimmer. Kurze Arbeitswege, könnte besser nicht sein. Seit 5 Jahren betreibt Konrad das Eiscafé am Marktplatz. Vorher hatte seine Mutter hier fast 40 Jahre einen Buchladen. Also hier, das ist der Buchladen, wie er vorher aussah. Steht noch dran, Lieblinger Buchladen. Da sieht man es noch ein bisschen besser. Das wird so um die 1987 gewesen sein. Da haben wir irgendwo letztens ausgekramt, das Bild. Als seine Mutter den Buchladen aufgibt, nutzt Konrad die Chance. Er kündigt seine Festanstellung im Vertrieb eines Sportartikelherstellers. Es war eine tolle Stelle, tolle Firma, aber ich dachte irgendwann, ich will was Eigenes machen und die Energie, die ich sonst für die Firma aufgebracht habe, gerne in mein eigenes Unternehmen stecken. Und so entwickelt Konrad eine Geschäftsidee für das Ladenlokal. Meine Idee war, eine coole Eisdiele aufzumachen mit handwerklich hergestelltem Eis und drumherum eine tolle Marke zu kreieren. Doch dafür muss der Gründer erstmal einiges an Zeit und Geld investieren. Den Laden von Buchladen zu Eiscafé umzubauen, habe ich in etwa so 90.000 Euro in die Hand genommen. Also es war alles, was ich hatte. Es war wirklich all in. Wäre das schief gegangen, hätte ich mir was anderes überlegen müssen. Konrad setzt alles auf eine Karte. Ein neuer Boden, neue Toiletten, Auflage der Behörden. Sonst gibt es keine Lizenz für das Eiscafé. Konrad, Freunde und Familie packen so viel wie möglich selbst mit an. Hier beispielsweise die Regalböden habe ich selber zusammengesägt und lackiert, geschliffen etc. Auch bei der Einrichtung des Ladens kann Konrad Geld sparen. Zum Beispiel bei der Eistheke. Die habe ich aus einem insolventen Laden aus Hagen auch gekauft. Das war ein großes Glück, weil da habe ich gutes Material für relativ günstig Geld kaufen können. 16.000 Euro hat Konrad für die Eistheke und weitere Geräte bezahlt. On top noch die Espresso-Maschine. Wirklich ein High-End-Produkt, Kostenpunkt ca. 13.000 Euro. Dazu 2 Mühlen, eine ca. 2.500 Euro. Also so alles in allem steht da ein Kleinwagen. So. Aber das Allergeilste daran, hier drüber zu wohnen, ist tatsächlich die Kaffeemaschine im Laden. Das heißt, wir können morgens hier runterkommen, uns einen schönen Kaffee machen auf einer tollen Maschine. Die Ladenfläche gehört weiterhin Konrads Mutter. 2.500 Euro zahlt er monatlich für den Laden, inklusive Strom und Wasser. Zahlen sich die großen Investitionen aus? Das erfahren wir später. Jetzt ist erstmal das Wichtigste dran, das Eis. Aber dafür fehlt noch eine wichtige Zutat. Die Beeren für sein Himbeereis holt Konrad bei einem Bauernhof um die Ecke. Das Lastenrad spart schon mal Spritkosten. Alles klar, alles klar. Ja, super. Darf ich erstmal probieren? Natürlich. Was kosten die Früchte vom Obstbauern? Mega gut. Also das Kilo kostet 12 Euro. Wir haben jetzt, glaube ich, 3,5 Kilo. Ne, das sind 4 Kilo. Ah, 4 Kilo. Dann sind wir bei knapp 50 Euro, 48 Euro. 48 Euro für 4 Kilo Himbeeren. Im Großhandel würde Konrad für Tiefkühlware deutlich weniger zahlen. Wie viel er an einer Kugel Himbeereis verdient, verrät er uns später. Hergestellt wird das Eis im Souterrain seines Ladens in Wieblingen. Klein, aber fein. Bisschen ungeschickt, dass es im Keller ist, aber so ist das halt. Es ist das Eich von Josh. Yo, Josh. Was geht? Er ist der Eismacher. Ja, seitdem ich hier arbeite, habe ich gar kein anderes Eis mehr gegessen. Wow. Wirklich, ist wirklich so, wirklich. Im Eislabor entsteht aus den Himbeeren ein Sorbet. So darf sich ein Fruchteis nennen, wenn es mindestens zu einem Viertel aus reinen Früchten besteht.
Es gibt natürlich auch andere, die benutzen irgendwelche Geschmacksverstärker oder irgendwelche Sirups. Tricks, um das Eis günstiger zu machen. Bei Konrad kommt das nicht in die Tüte. Die Rohmasse landet in der Eismaschine. Auch hier interessiert uns, was kostet die? Also die Maschine haben wir letztes Jahr neu gekauft. Da habe ich auch noch mal einen Kredit aufgenommen. Die kostet 36.000 Euro. 36.000 Euro für die Eismaschine. Um das wieder reinzubekommen, muss Konrad viele Kugeln verkaufen. 1,80 Euro kostet eine Kugel Eis später im Verkauf. Und was kostet sie in der Herstellung? In der Herstellung bei dem Himbeereis um die 36 bis 40 Cent pro Kugel circa. Mit einer Kugel Himbeersorbet macht Konrad also etwa 1,40 Euro Gewinn. Klingt erstmal gut. Da ist aber noch keine Waffel mit dabei, da ist noch keine Produktionskosten etc., also wirklich nur Wareneinsatz. Der ist deutlich höher als noch vor ein paar Jahren. Gerade Zutaten wie Zucker, Milch, Sahne sind einfach extrem viel teurer geworden. Teilweise über 20, 30, 40 Prozent teurer. Vorne im Laden ist inzwischen der Verkauf angelaufen. An Spitzentagen verkauft Konrad 2000 Kugeln Eis, dazu Kaffee und Kuchen. Ein Umsatz von bis zu 5000 Euro am Tag. Und welche Sorte geht besonders gut? Am meisten von der Menge her verkaufen wir Vanilleeis. An einem wirklich guten, starken Tag würde ich mal sagen, so zwischen 400 bis 500 Kugeln Vanilleeis, inklusive Spaghetti-Eis etc. oder Milchshakes und so weiter. Da ist ja überall auch Vanilleeis drin. Ein besonderer Stammgast taucht auf. Hast du schon Eis gegessen? Das ist mein Sohn. Peyo ist das älteste von Konrads drei Kindern. Natürlich hat er eine Eis-Flatrate. Fast jeden Tag Eis. Aber ich probiere es weniger zu essen. Aber manchmal gibt es auch ein Spaghetti-Eis. An besonderen Tagen. Peyo ist nicht der Einzige, der hier gratis Eis bekommt. Konrad sponsert ein Skateboard-Team. Versorgt es mit Skateboards, Kleidung und natürlich Eis. Ja, das ist ein Kindheitstraum von mir schon immer gewesen, ein eigenes Skate-Team dabei zu haben. Aber auch eine Marketingmaßnahme. Also in Summe macht das so ungefähr 750 bis 800 Euro aus, was wir bis jetzt da an Decks rausgegeben haben. Nicht die einzige Werbeaktion. Partys, Konzerte, Kunstausstellungen. Auch das gibt's in den Eisläden von Konrad. In denen er selbst gar nicht mehr so häufig anzutreffen ist. Wir sind gerade auf dem Weg in mein Büro. Da verbringe ich eigentlich viel mehr Zeit, als mir lieb ist. Ganze administrative Arbeit ist deutlich mehr geworden als an Tag 1. Deshalb verbringe ich da total viel Zeit. Selbstständigkeit heißt auch bei Konrad, Feierabend ist eher ein Fremdwort. Wie viel arbeitet der 42-Jährige pro Woche? Also wir haben täglich geöffnet, am Wochenende, an Feiertagen. Ich wohne über dem Laden, bin immer erreichbar. Von daher ist es wirklich schwierig zu sagen, wie viele Stunden ich pro Woche arbeite. Wenn ich es jetzt schätzen müsste, würde ich jetzt mal so auf 90 Stunden die Woche tippen. Mal mehr, mal weniger. Eis ist ein Saisonprodukt. Trotzdem hat Konrad das ganze Jahr über täglich geöffnet. Daneben Eis verkauft er auch Kaffee und Kuchen. Von seinem Büro aus sieht Konrad die Umsätze beider Läden in Echtzeit. Von hier aus macht er die Personalplanung. Manchmal eine echte Herausforderung. Wenn gutes Wetter ist, ist das eigentlich der Zeitpunkt, wo alle Angestellten eigentlich auch am liebsten am See wären. Aber da brauchen wir halt am meisten Personal. 37 Angestellte hat er in der Hochsaison, davon viele Minijobber. Also Leute, die maximal 520 Euro pro Monat bekommen. Trotzdem, die Personalkosten sind hoch. Im Schnitt sind das so bei 20.000 Euro circa. Also ist wirklich ein großer, großer Posten für uns. Da noch nicht dabei sein eigenes Gehalt. Wie viel wird uns Konrad noch sagen? Und er muss Geld fürs Alter zurücklegen, oder? Altersvorsorge kommt noch. Mach ich dann. Konrad vertraut darauf, dass sein Business weiter wächst und er später genug zur Seite legen kann. Deshalb hat er vor einem Jahr einen weiteren Laden eröffnet, direkt in der Heidelberger Altstadt. So mal überschlagen habe ich hier noch mal um die 50.000 bis 60.000 Euro investiert. Monatliche Warmmiete für den Laden 2.700 Euro. Amalie jobbt hier neben dem Studium. Sie ist neu im Team. Heute ist ihre vierte Schicht. Sie bekommt Mindestlohn, also 12,41 Euro die Stunde. Aber es gehört auch was dazu an Trinkgeld. Und das ist eigentlich für eine Eisdiele, würde ich sagen, ziemlich gut. Auch nicht easy, Spaghetti-Eis pressen. Ein Kraftaufwand. Ja, sehr. Aber den Liebling haben wir jetzt alle, die geht automatisch. Das war eine große Erleichterung. Aber auch eine große Ausgabe.
2.500 Euro kostet die automatische. Die liegt ungefähr bei 400 Euro. Konrad muss jetzt schnell weiter. Es ist 17 Uhr. Für ihn beginnt die zweite Hälfte seines Arbeitstages. Ein Catering-Auftrag. Im Sommer sind Eisbike oder Eiswagen fast jeden zweiten Tag im Einsatz. Das ist der Eiswagen. Mit dem sind wir heute gebucht in Mannheim auf einer Veranstaltung. Den laden wir jetzt hier in den VW-Bus ein. Wenn du wissen willst, was der gekostet hat, der kostet 7.900 Euro. Auch das dauert eine Weile, bis man das wieder drin hat. Wenn Konrad abends einen Auftrag hat, kümmert sich zu Hause seine Frau, eine Ärztin, um die drei Kinder. Die Firmenfeier in Mannheim ist schon in vollem Gange. Der Eiswagen wurde hier als Dessertstation gebucht. Seit fast 10 Stunden ist Konrad jetzt schon auf den Beinen. Bis er wieder zu Hause ist, wird es Mitternacht sein. Ich mache gerade so Events ganz gerne, weil ich da mit neuen Kunden oder potenziellen Kunden in Kontakt komme. Leute, die darauf aufmerksam werden oder die Fragen haben. Macht mir Spaß. 6 Sorten hat Konrad dabei. Insgesamt etwa 700 Kugeln. In der Waffel oder im Becher? Was bringt ihm dieser Auftrag heute? Ich schätze mal so 1.500 Euro etwa. Circa 1.500 Euro nimmt Konrad also mit dem Eiswagen ein. Dazu haben seine beiden Eiskaffees heute auch ganz gut Umsatz gemacht. Zusammen 2.500 Euro. Aber Konrad hat auch viele Ausgaben. Miete für seine beiden Läden, teure Maschinen und 20.000 Euro für das Personal in der Hauptsaison. Was zahlt sich der Gründer selbst aus? Seit Tag 1 zahle ich mir 1.500 Euro aus. Ich würde ganz gerne irgendwann mal mehr verdienen, also so 3,5, 4, 4,5, 5, würde ich alles nehmen, finde ich alles gut. Für die 1.500 Euro netto arbeitet Konrad ca. 90 Stunden pro Woche. Runtergerechnet macht das einen Stundenlohn von etwa 4 Euro nach Steuern. Weniger als Mindestlohn. Aber wir machen das ja nicht wegen dem Geld. Lohnt sich die Selbstständigkeit für den studierten Sportwissenschaftler trotzdem? Also rein wirtschaftlich gesehen habe ich in meinem Job vorher besser verdient und musste auch weniger arbeiten. Ich würde den Schritt in die Selbstständigkeit trotzdem jedes Mal wieder tun. Einfach aus dem Grund, niemandem Rechenschaft ablegen zu müssen und mein eigener Boss zu sein. Und das mit einem, im wahrsten Sinne des Wortes, richtig coolen Business. Bitteschön.